Es liegt rund 110 Kilometer von Mönchengladbach entfernt und ist ein großes Sorgenkind. Das belgische Atomkraftwerk Tihange. Wegen tausender Risse hatte man den Reaktor Block 2 eigentlich schon längst abgeschaltet. Dann aber entschied sich die belgische Atomaufsicht doch dafür, den Block wieder in Betrieb zu nehmen. Seitdem kommt es immer wieder zu Störfällen und Abschaltungen. Fakt ist, das Atomkraftwerk scheint nicht wirklich sicher zu sein. Eine Tatsache, die auch vielen Menschen in Mönchengladbach Sorgen bereitet. Ja, sicher habe ich Angst. Dass da irgendwas jetzt mit den Terroranschlägen passiert. Ist ja nicht weit weg, ne? Ja, wenn das Ding mal hochgeht, so wie in Tschernobyl zum Beispiel. Wenn das da auch passiert und hier passiert das auch und dann kommt die Wolke hier rüber, dann stehen wir da. Man hat schon Bedenken dabei. Ich bin auf jeden Fall dafür, dass es abgeschaltet wird. Nach den ganzen Pannen, was sie gehabt haben, wenn das hier in Deutschland gewesen wäre, wäre das schon lange zu. Mache ich mir eigentlich keine Gedanken drüber. Das kriegen die schon in den Griff. Also ich denke mal, da sind Experten am Werk und die werden sich da schon drum kümmern. Wenn man sich in der heutigen Zeit über alles Gedanken macht, was an schlimmen Sachen passiert, kann man wahrscheinlich nicht mehr normal weiterleben. Da wird bestimmt was passieren. Und wenn etwas passiert, dann sind auch wir hier in Mönchengladbach betroffen. Der Wind würde die radioaktive Strahlung auch in unsere Region bringen. Die Stadt Mönchengladbach will jetzt etwas gegen den Pannenreaktor von Tihange unternehmen. Sie will gegen den Betreiber Elektrabel klagen. Aber nicht alleine. Die Stadt unterstützt die Sammelklage der Städteregion Aachen. Mehrere Kommunen wollen sich so gemeinsam dafür einsetzen, dass das Atomkraftwerk stillgelegt wird. Da sind wir der Meinung, Mönchengladbach soll da beitreten, wie das zum Beispiel Neuss, Gelsenkirchen und andere Städte auch beschlossen haben. Und wir können im Grunde nach in der Europäischen Union nicht akzeptieren, dass ca. 100 Kilometer von Mönchengladbach ein Atommeiler steht, der tatsächlich ein ernstzunehmendes Sicherheitsrisiko darstellt. Falls es wirklich zu einem Störfall kommen sollte, dann könnte es unter Umständen nur 8 bis 10 Stunden dauern, bis die radioaktive Wolke bei uns in Mönchengladbach ankommt. Die meisten Mönchengladbacher glauben kaum, dass man im Falle einer Katastrophe überhaupt noch etwas tun kann. Also was soll ich da groß dran machen? Ne? Ich kann mich ja nicht schützen. Ja, wenn die Strahlung hier gefährlich ist, dann würde ich erstmal zu meiner Schwester ins Hochsauerland ziehen. Zumindest ein Stück weiter, wo es nicht so gefährdet ist. Aber dann ist hier die ganze Existenz und alles ist weg. Plötzlich nochmal anstellen? Nee, keine Ahnung. Kann man ja nichts gerade ändern. Zu Hause einschließen, würde ich nicht rausgehen. Und auf meine Ernährung achten. Also sehr gute Frage. Alles zumachen und zu Hause bleiben. Och, wissen Sie, es kommt, wie es kommt. Wenn es kaputt geht, sind wir auch kaputt. Kannst dann eh nichts mehr dran machen, wenn das Ding hochgeht. Gibt's irgendwas, was man nehmen kann? Ja, das gibt es. Und zwar diese speziellen Jodtabletten. Die sind 1000-mal höher dosiert als normale Jodtabletten. Man kann sie in Apotheken kaufen. Allerdings raten Apotheker wie Jörg Wambach davon ab, sich die Tabletten zu besorgen. Denn die Gefahr besteht, dass sie zu einem falschen Zeitpunkt eingenommen werden könnten. Dann würde die Wirkung ausbleiben. Wenn es zu einer Katastrophe kommt, werden die Tabletten kostenlos von den Behörden verteilt. Die Behörden teilen der Bevölkerung dann auch mit, wann genau man die Tabletten nehmen soll. Der beste Zeitpunkt der Einnahme der Tablette ist, ich nehme sie ein, 5 Minuten später kommt die Wolke. Also gegen die radioaktive Strahlung an sich, also Uran, Plutonium, Cäsium, was alles rumfliegt, bringt es gar nichts, sondern es geht wirklich um das radioaktive Jod, was freigesetzt wird. Und man sorgt im Endeffekt dafür, ich nehme eine sehr, sehr hochdosierte Jodtablette, um die Schilddrüse komplett damit zu sättigen. Das heißt, die Schilddrüse ist voll und kann das radioaktive Jod, das kommt, nicht mehr aufnehmen. Auch in Belgien ist der Pannenreaktor nicht unumstritten. So gibt es am 17. April eine Demonstration in Lüttich. Wer daran teilnehmen möchte, der findet alle Infos im Internet. Unter www.stopp-tihange.org.